Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 2 Special Operations. Wir sind auf der Olympus Station angekommen im Gorakar-Sektor, der Planet, der gegen die Kiraffi rebelliert hat und von dem auch Hobbs kommt. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was heute los ist. Eine Stunde später. Gut, also wieder im Crossbow. Finde ich nicht schlecht. Das Schwierige an dieser Mission ist aber, dass wir eben nicht nur auf uns selbst achten müssen, sondern auch noch zwei Capships beschützen müssen. Und das ist natürlich reichlich bescheiden, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, spielt keine Rolle. Wir legen los. Wir haben ja eh keine Wahl. Ich muss kurz auf die Raketen wechseln. Warum funktioniert der Autopilot nicht? Ich hasse das Augenblick mit dem Aim. So, läuft. Das würde durch den Neustart wieder gut gehen, aber ist offenbar nicht so. Das ist sehr schade. Okay, da sind Gegner. Ja, Case, ja, super. Natürlich auch noch durch die ganz dicken Knaller, ne?
Zack, wenigstens trifft man die einigermaßen gut. Weil die halt extrem lahm sind. Nicht kollidieren, bitte. Na komm! Hallo? Out of range, okay, den nächsten. Wo ist denn der? Da, sag das doch mal. Bums und zack. Und nochmal, komm. Na also. Bums. Und jetzt bist du dran, Kollege. Oh, die haben ja schon ganz schön reingehauen. Zumindest ist meine Panzerung nicht so stark beschädigt. Okay, die fliehen. Dann lasse ich die mal laufen. Nee, der haut ab. Okay, alles klar. Dann lasse ich sie laufen. Wichtig ist nur, dass ich die Tinderbox beschütze. So, darf ich den Autopilot wieder benutzen? Wo ist denn Nav 1? Achso, ich muss den erstmal berühren, genau. Und dann geht's weiter. Okay, da habe ich ja Glück gehabt, dass die abgehauen sind. Und weiter geht's. Gucken, ob ich die Mission einigermaßen gebacken kriege hier. Glad to see you, sir. Okay. Yeah, jetzt muss ich nur noch zwei. Was? Was war das denn? Jetzt muss ich auch noch zwei Capships bewachen. Na super. Okay, hilft nichts, müssen wir durch. Kann man nicht viel tun. Ich meine, Radar dabei zu haben, ist sicherlich nicht die schlechteste Sache. Greycav, oha, okay, alles klar. Versuche ich die mal auszuschalten. Mal gucken, ob ich einen direkt im Anflug erwischen kann. The Imperial Guard will kill you! Na komm! Mist. Alter! Also, geht doch. Da ist der nächste. You cannot defeat the Drakai! Doch kann ich. Drakai sind es sogar. Und der haut ab. Okay, dann lasse ich ihn mal ziehen. Wenn der abhaut, lasse ich ihn ziehen. Das ist jetzt ärgerlich, ey. Dass der mir so einen reingedrückt hat. Wie weit müssen wir denn noch zum Sprungpunkt? Eine ganze Ecke. Ist mein Schild... Nee, ist er nicht. Okay, ich wollte gerade meinen. Ist mein Schildgenerator getroffen? Ehrlich gesagt, ich fliege erstmal so weiter. Und, lade mein Schild wieder auf und ich melde mich gleich wieder bei euch. Okay. Gucken wir mal, was hier jetzt los ist. Eigentlich müssten wir hier zwei... Da sind sie, die K-Max. Die möchte ich gerne wegtorpedieren. Aber so funktioniert das nicht. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich Land gewinne. Denn die Jungs ballern ganz ordentlich mit Raketen auf mich. Also drehe ich jetzt erstmal ab und verkrümel mich. Ich kann mal ein bisschen mit den Guns draufhalten hier, den Blastern. Aber bringt du das natürlich nichts. Ich habe das ein paar Mal versuchen müssen hier. Weil mich diese K-Mix jedes Mal übelst abgeschossen haben. Ich habe nämlich bisher immer versucht, die mit den Guns wegzuholen. Das klappt dann nicht so gut, weil die einem einfach Raketen entgegenpfeffern bis zum geht nicht mehr. Und jetzt erfassen wir den hier einfach. Das Problem ist, wir haben zwar einen super tollen, was ist ein Ralata überhaupt? Ist das ein Zerstörer? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Ralata ist ein Kreuzer. Wir haben so einen super tollen Ralata hier, aber der schießt halt nicht auf die K-Mix und deswegen muss ich das alles selber machen. Zum Glück bleiben die K-Mix relativ weit weg und fangen erst sehr spät an, auf die eigenen Schiffe, auf die Escort-Schiffe zu schießen. Und von daher sehe ich eigentlich ganz gute Chancen, die aus dieser Art und Weise dann aus dem Weg zu räumen. Zumal, ich ja genügend Zeit habe, wie gesagt, für den zweiten Torpedolauf. Aber jetzt haben wir erstmal diesen K-Mac. Torpedo rein und... Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf! Ich fliege jetzt nicht im Fenster. Ich kann ja schon mal mit dem ganzen Ziel drauf schießen. Und, gleich mal hinterher ballern. Oder wenn
bin ich von der Rakete getroffen worden? Ah, komm, nee, das bringt nichts. Ja, dann ziehe ich mich mal zurück für einen Torpedo-Run. Für 9. Obwohl... Weiß ich nicht. Wisst ihr was? Scheißegal. Komm. Der ist ja schon rot. Ich fliege da jetzt einfach rein und puste den mit den Mass-Drivern weg. So, Gumm, explodier. Und tschüss. Gumm, und das war's schon. War doch gar nicht so schwierig. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier so doof angestellt habe und dir 12 Versuche für gebraucht habe. Ja, wirklich, ihr habt richtig gehört. Ich musste das 12 Mal spielen, weil ich mich einfach ultra, offenbar ultra dämlich angestellt habe. Und jetzt ist es eigentlich ziemlich easy gewesen. Also, ranfliegen, bis sie einen beschießen, abdrehen, erstmal außer Reichweite. Umdrehen, Torpedo, den ersten wegpusten und dann den zweiten auch mal eben wegballern. Jetzt müssen wir noch hier warten, bis die Jungs gesprungen sind. Und sobald sie sich aus dem Staub gemacht haben, können wir weiterfliegen. So, komm, jetzt spring du bitte auch. Da muss ich nicht so lange rumsitzen. Das wäre ganz toll. Und... Na? Heute noch? Weg ist er. Na, also. Okay, jetzt haben wir noch NAV 2 abzufliegen. Gehen wir erstmal ein bisschen auf Tempo. Und... Raketen, genau, Friend of Foes, die brauche ich nämlich jetzt ganz dringend. Denn wir haben Besuch. Hässliche fette Katzen, Drakris nämlich. Und dann auch gleich 5 Stück davon, na das kann ja heiter werden, das ohne Wingman, juhu. Besser geht's ja kaum. So, wenigstens haben wir im Crossbow Lost ITTS. Das heißt, wir müssen die theoretisch leichter treffen können. Hier dürfen wir uns auch nicht zu schade sein, ständig das Ziel zu wechseln. Denn wie gesagt, wir kämpfen alleine gegen 5. Das ist nicht unbedingt einfach, vor allem wenn man so scheiße trifft wie ich. So, okay, der hat schon mal gesessen. Dann können wir uns gleich diesen hier greifen. Da habe ich noch richtig dumm geschossen. Und mich schon wieder verwirren lassen. Boom. Ja, 2, 3 und oh! Da habe ich gerade ganz schön reingekriegt. Und meine Heckpanzerung ist noch nicht beschädigt worden. Aber, ah, und das meine ich mit Zielwechsel. Also wirklich nicht zu schade sein, das Ziel zu wechseln. Einfach machen. Sonst ist man hier schneller tot, als man gucken kann. So, habe ich noch Raketen? Ne, die habe ich jetzt alle rausgehauen. Der haut ab, wie es scheint. Und ich muss umdrehen. Oh, oh. Jetzt nicht draufgehen. Also das wäre jetzt noch was, wenn ich jetzt hier draufgehe. Na, was macht der? Haut der auch ab? Der flieht. Der ist noch gar nicht beschädigt. Das bisschen da, was der getroffen hat. So, so. Na, macht nichts. Soll er abhauen? Ist mir egal. Hauptsache, ich habe es endlich geschafft. Es hat lang genug gedauert und jetzt muss ich noch wieder den NAV 2 anfliegen, weil ich ihn eben nicht berührt habe. Und dann kann ich hoffentlich zurück zur Bonnie Heather, zu Paladin und dann schauen wir mal, was als nächstes anliegt. So, warum habe ich jetzt hier die Verlierermusik? Keine Ahnung. Ich habe schließlich alles geschafft, also dürfte ich ja keine Verlierermusik haben. Aber das Spiel ist komisch. You are cleared to land. Ich muss ja echt zu Bonnie Heather, ich bin ja auf der Olympus. Wie komme ich denn auf die Bonnie Heather? Weiß ich nicht. Ich bin verwirrt. Genauso wie ich ja bei Wing Commander 3 immer mal wieder die Victory als Tiger's Tor bezeichnet habe. Naja, macht nichts. Wir sind durch. Endlich. Erfolgreich. Und jetzt geht's ab zur Olympus Station. Puh. Geschafft, geschafft. Sehr schön. Welcome back, Sir. Ja, hat auch lange genug gedauert. Okay, das war's. Die Mission ist endlich geschafft. Hat ja auch lange genug gedauert. Also, für mich, für euch natürlich nicht. Ihr habt jetzt nur die fertige Mission gesehen, aber ich habe hier schon eine Weile dran gesessen. Und wie es denn hier weitergeht, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Wing Commander 2 Special Operations. Bis dann.